Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Wer das Kino liebt, die große Leinwand, die Möglichkeit, hautnah in Geschichten einzutauchen, mitzulieben, mitzuleiden und auch mitzuhassen, der kommt beim diesjährigen Filmfest absolut auf seine Kosten. Vom 30. September bis zum 9. Oktober zeigt das Filmfest insgesamt 110 nationale und internationale Produktionen. Und ich freue mich, den Leiter des Filmfests bei mir begrüßen zu dürfen, Albert Widerspiel. Hallo, schön, dass Sie da sind. Sehr schön. Sie haben das wunderschön gesagt. Ich nehme Sie gleich als unsere Werbefrau für nächstes Jahr. Hassen, leiden, lachen, genau darum geht's. Wunderbar. Zum 29. Mal ist das diesmal das Filmfest Hamburg. Ist man mehr oder weniger aufgeregt? Wie ist die Stimmung aktuell? Geht jetzt ja bald los? Also die Stimmung ist gut, weil ehrlich gesagt waren wir uns nicht ganz sicher, ob das Publikum mitmacht. Ist man soweit? Will man in Sälen wieder rein? Und so? Aber die sind total soweit. Der Vorverkauf, glaube ich, besser als wir dachten und insofern sind wir positiv aufgeregt. Man kann ja auch negativ aufgeregt sein, sind wir nicht. Wir sind positiv aufgeregt. Positive Erwartung. Positive Erwartung, aber wir sehen, die Leute wollen und vor allem, was auch wichtig ist, die Filmemacher wollen. Sie sagten ja gerade, wir haben 110 Filme und zu 87 Filmen haben wir Gäste. Also fast zu jedem Film ist mindestens der Regisseur dabei. Insofern, es gibt da einen großen Hunger von den Filmemachern, das Publikum wieder zu treffen, weil die haben sie auch seit gefühlte 2 Jahre gar nicht mehr gesehen. Gibt es da so eine Art Stau an Filmen? Also sind Filme auch dabei, die eigentlich letztes Jahr hätten anlaufen sollen und jetzt irgendwie so ja, endlich mal dran sind? Ja, es haben sehr viele Filme gewartet. Man hat gewartet, bis die Kinos eröffnen. Man hat gewartet, bis die großen Festivals wieder da sind. Insofern, ja, das sind teilweise Filme, die nennen sich Produktionsjahr 2021. De facto sind sie schon vor der Corona-Pandemie gedreht. Und die haben ganz weit rumgelegen. Das ist so. Wie findet die Auswahl der einzelnen Filme statt? Bewerben sich die Filmemacher bei Ihnen oder gucken Sie so viele Filme an und sagen, die möchten wir? Beides. Es bewerben sich sehr viele. Ich glaube, wir haben sowas zwischen 500 und 800 sogenannte Einreichungen. Das ist das eine. Und sonst reisen wir normalerweise auf Festivals rum und gucken uns Filme an. Das war dieses Jahr nicht so richtig möglich. Wir waren in Cannes, das ist das einzige Festival, wo wir uns physisch hinbewegt haben. Es war sehr schön, tolles Erlebnis. Ausnahmsweise im Juli statt Mai. Aber sonst alle anderen Festivals haben wir virtuell besucht. Das war lustig. Meine Kollegen waren an einem Tag in Teheran, am nächsten Tag war er in Tallinn. Und ich sah immer, sie saßen da im Büro vor einem Computer und waren virtuell unterwegs. Und so haben wir das ein bisschen überbrückt. Wunderbar. Film lebt davon, dass man ihn auch anguckt. Sie haben den Trailer mitgebracht vom Filmfest. Und der ist für sich genommen auch schon ein richtiger Film. Und absolut sehenswert. Und den gucken wir uns jetzt einmal an. Schau, wow. Schau, wow. Im Studio ganz direkt. Dieser Trailer macht unbedingt Lust auf mehr. Ja, ist eigentlich sehr, sehr fröhlich, sehr schräg. Allerdings ist der Auftaktfilm ist sehr schwere Kost. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also ich weiß nicht, schwerer Kost ist auf jeden Fall ja eine traurige Geschichte über den Paragraphen 175, den wir in der Bundesrepublik viel zu lange hatten. Der wurde ja erst Ende 60er Jahre abgeschafft. Und das muss man dazu sagen, de facto war er noch bis in den 90er Jahren aktiv. Es geht um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern im Knast zwischen 1945 und
1969. Also fast die ganze, was man heute Nachkriegsgeschichte erzählen würde. Harter Kost würde ich nicht sagen, aber trauriger Kost. Ich hatte kurz in den Trailer reingeguckt und dachte, das ist schon... Es ist ein trauriger Film, aber wirklich, man erfährt Sachen über die Bundesrepublik, die ich auch nicht wusste. Und wichtig, dass man sie weiß. Absolut, und Toleranz ist sowieso Mangelware heute. Insofern, alle Plädoyers für Toleranz sind gut. Wir kommen zu sprechen auf den diesjährigen Preisträger des Douglas Sirk-Preises. Er heißt, da haben wir eben drüber gesprochen, Leo Carax, ein französischer Filmemacher. Und sein Film Annette, der hat schon ziemliche viele Preise abgeräumt. Ja, und Annette war auch der Eröffnungsfilm in Cannes in diesem Jahr, was ja immer eine große Auszeichnung schon in sich ist. Also der Eröffnungsfilm von Cannes, das ist schon was Besonderes und das ist wirklich ein Film. Ich habe den jetzt auch auf der großen Leinwand gesehen, das erschlägt einen. Es ist so viel Kino, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Es ist Kino geballt. Und ich hatte nach dem Film das Gefühl, ich habe 30 Filme gesehen in einem. Er deckt quasi das ganze Spektrum von Kino ab, was heute Kino ist. Mit dem wunderbaren Adam Driver in der Hauptrolle und Marion Cotillard. Sie spielt eine Operndiva und er spielt einen Stand-up-Comedian. Es ist traurig, es ist lustig und vor allem, es ist extrem musikalisch, es ist voller Musik. Der Film ist durchgesungen und die Musik kommt von The Sparks. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Also die große Freiheit und auch Annette wird man natürlich auch nach dem Filmfest normal im Kino sehen können. Selbstverständlich, klar. Was könnten Sie empfehlen noch so jetzt spontan aus Ihrer sozusagen persönlichen Prioritätenliste von kleineren Filmen? Ja, ich liebe ja sehr, ich finde Rumänien ist ein wunderbares Filmland. Da haben wir drei ganze Filme aus Rumänien, Poppyfields, Intergalde und Miracle. Empfehle ich alle drei. Wirklich vom Herzen, weil die gut sind. Aus Russland von Altmeister Andrei Konchalowski. Der Film heißt Liebe Genossen. Ganz toll. Und für die politisch Interessierten, wir haben ein sehr lustiges und auch ans Herz gehendes Porträt über Daniel Cohn-Bendit. Das heißt, wir sind alle deutsche Juden. Daniel kommt auch. Wir machen ein langes Gespräch mit Daniel im Kino. Das zieht selbstverständlich viele Leute. Daniel Cohn-Bendit ist bis heute noch eine sehr mediale Figur. Und ich freue mich auch sehr auf Cohn-Bendit beim Filmfest. Albert Wiederspiel, die Zeit rast. Eine Frage noch zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Welche Kinos machen mit und unter welchen Bedingungen darf man eigentlich tatsächlich teilnehmen? Cinemax, Abaton, Metropolis, Studio Bernstorffstraße und Passage. Es ist alles 3G, also geimpft, genesen, getestet. Alle sind herzlich eingeladen. Wunderbar, wir freuen uns riesig und schön, dass Sie heute bei uns waren. Liebe Zuschauer, das war's von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.